Jahr. Seit 20 Jahren ins Feuer halten. Ich habe es jetzt seit 13 Jahren mit meinen Arsch gemacht und fuck. Ja? Bei allen diesen Vorfällen, jeder, der da noch zu steht, ist meiner Meinung nach wirklich jemand, der einfach Arsch. Ja? Und ich kann immer nur wieder sagen, ich würde im Moment meinen Arsch dafür ins Feuer halten. Ich würde im Moment meinen Arsch dafür ins Feuer halten. Ich würde im Moment meinen Arsch dafür ins Feuer halten. Im Grunde genommen seit über 20 Jahren, aber ich würde im Moment meinen Arsch dafür ins Feuer halten. Ja? Geh nochmal zurück auf meinen Arsch. Ja, was dieser arme Mann jeden Tag für einen Spagat gemacht haben muss, um das auszuhalten. Ihr bewegt euch wirklich in der Tradition von solch großen Männern wie Kenny, Bodo, Dr. Ganser. Also Männern, von denen man wirklich sagen kann, ja, zu ihrer Zeit wurden sie im Prinzip nur ausgelacht und komplett verkannt. Bekämpft. Ist alles passiert, ja. Ja, auch das ist passiert. Wie können wir das eigentlich in unserer Welt eigentlich noch anzweifeln? Und wie die das herausgefunden haben, das lassen wir an dieser Stelle mal von einem Gastreferenten erzählen. Professor Harald Lesch, ich bitte um Ihr Wort. Nun, 100 Jahre später hat Hipparchos etwas erfahren, was ihn dazu veranlasst hat, zu überlegen. Was ist als nächstes passiert? Eratosthenes hat sich einen genommen, die Griechen aber voll LOL. Ja, vielen Dank, Herr Professor. So, der Bodensee ist hier die Adresse, die man angehen muss. Und damit haben wir jetzt die erste Gruppe erfasst, nämlich Gruppe 2. Das waren alle Italiener. Wie könnt ihr daran zweifeln? Das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Bis gleich.